Grüß Gott, Mädel und Buben, hier ist wieder der Peter von Barbecue Altperlach. Heute sind wir auf Tour, heute machen wir quasi eine Wiederholungstour. Heute sind wir nämlich wo wir zum allerersten Mal auf Tour waren. Hier in der Nähe von Rosenheim, beim Florian, beim Numai, den schauen wir uns gleich nochmal an. Hier ist heute was ganz Besonderes und das bespreche ich gleich mit ihm. Und der Grill ist so schön warm, deswegen mag ich da jetzt eigentlich gar nicht weggehen. Also wir erwarten viele Leute hier, da toben Kinder rum, unter anderem meins. Jetzt schau ich mal, dass er einen Flo findet. Weg. Wo mag er denn sein, der Flo? Hä? Wo könnte denn der Flo sein? Ah, da bin jetzt ich. Hast du mich aber überrascht. Ja. Grüß dich. Da haben wir einen Flo genannt, Mumai, und da haben wir nur einen Chili Kone. Ein Kone. Konrad, oder? Kone. Diese zwei Kone. Herrschaften sind jetzt nicht nur in dem Video, sondern ihr habt ja etwas ganz Irres gemacht und von dem erzählt ihr jetzt mal schnell. Ja, das war Blödsinn, aber wir haben uns damals so spontan beim Beef Battle, das war das Duell am Grill und da grillt man gegen einen Sternekoch oder was heißt Sternekoch? Profikoch. War das der Platter, die da, oder? Wie genau. Der Wirtz. Stefan Würz. Wirtz. Genau. Ja, und war eigentlich ganz okay so, sag ich mal, so ein bisschen so abgefahren. Wir sind nur noch Minger gefahren, Flieger rein. München, Minger. Ja. Sind wir raufgeflogen worden. Köln. Praktisch nach Köln, ausgestiegen aus dem Flieger und dann ist so ein Praktikant gekommen, der uns abgeholt in so ein Mietsauto, wo man sagt, ja, okay, da muss ich mich einsetzen, weil sonst gehen wir nicht zum Hotel. Und haben ein Hotel gehabt im belgischen Viertel und sind wir auf Nacht noch vollgekommen zwar, mit ein paar Aachener, also vom Forum, vom Barbecue Net Forum. Und das war ganz nett, ein kleines Wortspiel jetzt. Und mit dem My Barbecue Net. Genau. Das war ganz nett mit den Nettler. Ja. Mit dem Barbecue Net. Und am nächsten Tag ist dann praktisch aufgegangen zum Beef Battle. Jetzt muss ich mich mal anders und hinstellen, weil mir wird der Arsch sowas. Wenn der Arsch brummt, ist das Herz auch gesund, sagt man. Und wenn der Arsch warm ist, dann wird es einem auch warm ums Herz. Also, wir waren, ihr seid in Aachen nett mit Leuten unterwegs. Genau, da haben wir schön Essen in der Tapas-Bar. Und am Dienstag in der Früh, das war der 8. September, ist dann losgegangen. Sind wir zur Produktionsfirma. Da haben wir das erste Mal eine halbe Stunde gewartet, bis die Herren kommen. Zwei Bier trunken? Nein, haben wir ganz mehr gehabt. Ja, in Köln sind die ja so. Ja, nein, haben wir trotzdem ganz mehr gehabt. Aber wir sind noch zur Location gefahren, halt. Das war so ein gutes Schiff. Weißt? Direkt vom Markt her. Genau. Kein Fleisch. Und ja, da waren wir dann vorher schon mal bei der Homestory zum Dran. Sind wir ein bisschen, ja, Homestory heißt das. Heimatgeschichte. Ja, genau. Nur ein bisschen übersetzen. Ja, machen wir. So metapolitisch unterwegs. Dann sind wir ein bisschen Bulldog gefahren, ein bisschen Kirchstreil. Traktor, und, Bulldog. Ja, Trecker. Ein bisschen die Kühe gefuttert. Ja, das Viech gefuttert. Ja. Also das war schon ein bisschen so, das ist Arbeit. Also das ist so, Party nicht so wie bei uns. Ja, nicht so jetzt, sondern es war schon wirklich, du hast schon mitspielen müssen. Also sonst keine Chance. Also für das ganze Team, für die Kameraleute, Tonmann, dann war einer da von Gourmetfleisch. Es war schon nett, die Leute zum Treffen. Ja, und das ganze anstrengend ohne Ende. Aber es war einfach, es hat was gehabt. Es hat ein paar Augenblicke gegeben für mich, wo ich gesagt habe, das war ein Augenblick für mich. Und ich sage, ja. Was diese Saugrippen machen oder nicht machen, ist verraten, wie das Ganze ausgegangen ist. Deswegen sind wir jetzt hier beim Flo daheim, auf seinem Gutshof praktisch, und haben hier in der Garage, habt ihr aufgebaut, wird Sau, da ist ein halbes Kino eingebaut worden, mit Bau, sehr gut. Und ja, der Grill, du hast die ganze Nacht Schweine gezupft, also gut gemacht. Und du hast noch Moin gebaut. Genau. Aber ich muss noch was sagen, also zum Papelgrün, das war praktisch vorher abgeschwungen. Ja. Egal wie es ausgeht, egal. Also ich habe nicht meinen besten Tag gehabt am Grill, muss ich auch sagen. Psst. Aber egal wie es ausgeht, wie gesagt, wir ziehen das durch. Ja. Ich glaube, das ist ganz gut geworden. Und der Tier ist auch da, habe ich mich schon versichert. Wir haben einen guten Sponsor. Ein Limo haben wir auch. Wir ich habe deinen Sponsor. Very lock. Also wir bedanken uns bei der Brauerei Flötzinger. Flötzinger. Genau. Bei Lagerhaus Gerüste für die Kohlen. Den haben wir noch alles. Wie? Ja, die sowieso. Du bist ja auch irgendwie ins Buch geholt worden über Produktionsfirma. Schauen wir mal. Ja, das wird schon. Ein Fleischsponsor meiner gehabt, das war mehr Leute. Genau. Kannst du das hier auf dem Stehen? Sehr Leute und. Ich glaube schon.
Wisst ihr, was wir jetzt machen? Mehr, oder was? Nein. Ja, wisst ihr, was wir jetzt machen? Da haben wir hier. Dann schauen wir uns mal ein bisschen um, kannst du ein bisschen sagen, was drin habt. Und dann Wichtigsten Sponsor. Ich danke hiermit M7 Veranstaltungstechnik und Stefan insbesondere für die Sponsoring vom ganzen technischen Seiten, also Leinwand, Beamer, Satzschüssel, Zapfanlage. Obwohl er nicht, aber also. Ja, cool, wie das aufnehmen. Das war echt cool. Ja. Aber gut. Zuerst mal unser Podest. Sag ich mal, wo wir dann drauf sitzen. Okay, die VIP-Lounge. Ja, wie sieht man, wie spricht das eh? Dann haben wir noch ein kleines Mikrofon, dass ich was erzählen kann von dem ganzen Zeug. Leinwand. Leinwand, eine große Schiene, gute Boxer. Also, Top-Technik, soll ich mal. Super. So, ein bisschen gezogenes Schwein. Hallo, Wasserträger. Der Wasserträger. Ja, der war. 18 Kilo gezogenes Schwein. Träger, die Alufolie, das gibt's halt. Ja, das musst du praktisch extra bestellen. Das ist gut. Sonst. Du kriegst nur eine Sauberne normalerweise, ja, gell? Normalerweise muss man extra Sauberne, Sauberne kann ich noch. Da ja nichts, gell? Sauber gemacht werden muss auch. Was ist das? Diese Wurst gehört da so dunkel? Ja. Okay, das muss ich nicht. Dann kann man die anderen hinbringen, oder? Servus. Wichtig ist, wenn du im Fernsehen bist beim Grillen und so ein Grillmeister bist, ist, dass du vernünftige Röstaromen hinkriegst. Gell? Das sind Aromen. So schaut's her, Wampenkontrolle vorher nachher. Also hier haben wir die Gladiatoren. Es dauert immer noch eine Stunde. Ich weiß immer noch nicht, wie es ausgegangen ist. Ich muss euch auch auf die Folter spannen. Es dauert nur 2 Stunden. Genau. Es dauert Stunde nur eine Stunde. Und dann Wahnsinn. Kommt der überrascht. Du musst um 8 ins so Bett gehen. So um 3:45 Uhr wissen wir es. Ja, der geneigte Kameramann und YouTuber fragt sich, wie kann jetzt das ausgegangen sein? Tja, das wissen wir selber noch nicht. Wir sind selber gespannt, wie es ausgeht. Wir wissen, was wir gemacht haben. Ich verdammt nix. Wenn wir fertig geworden sind, aber das andere wissen wir nicht. Jetzt seht ihr, die zwei einfach unter Bier, irgendwann ruckert die schon raus. Und spätestens in 2 Stunden wissen wir es eh, weil ja, da ist ja dann die Sendung vorbei. Ja. 18 Kilo leckeres, gezogenes Schwein. Schau das mal an, das ist doch der Wahnsinn, oder? Das sind 18 Kilo? Nein, das drin. Der Rest ist da drin. Na, am Freitag auf Nacht schräg. Einmal siert und gesagt mit mittelscharfen Senf. Ja. Der Grillgewürz drauf, die Folie eingeschlagen. 24 Stunden haben wir es dann eingelegt, in den Kühlschrank gelegt, zum Zirn. Immer das auf Nacht. Gell? Weil der Flo steht neben mir. Kennst du den Film Gorillas im Nebel? Ja. So horig bin ich aber auch nicht. Also wie du liebevoll den Coleslaw umschmeichelst. Ich schaue so aus, als würde es Pulled Pork geben. Und das kommt gut an. Flo, da geht's dir nicht an, ich krieg nichts zum Essen. Da sind Schlangen drin, das ist der Wahnsinn. Das ist Polizei. Das ist der Wahnsinn. Spendenkasse, ja. Spendenkasse habe ich mit einem 10er gestartet. Das kriegen wir nicht aus. Der vermehrt sich, also da mindestens kriege ich da irgendwas. Nein, das kriegst du. Also, du kriegst der Teil ist los. Es haben bestimmt schon 50 Leute, 60 Leute da. Ja, wird schon. Wird schon. Ja, 180.000 werden kommen. Ja, wert. Das ist meine Kamerafrau und hilft Essen ausgeben. Aber sie hat mir ein Pork organisiert. Einen guten. Gibt's bald, ja? Das Wien, urbayerischer Name, haben wir schon gesagt.
Aber jetzt von da aus der Nähe von Rosenheim bist du nicht, oder? Nein, ich bin aus Vogtereuth. Vogtereuth, das ist ein Tiefsten Bayern. Da hätte ich ihn auch hingetan, ehrlich gesagt, von der Sprache her. Also Vogtereuth, die pulsierte Metropole, ein bisschen südlich von München. Was? Winterflo? Gewinnt der Florian jetzt dann? Das weiß ich nicht, wer gegen wen? Das ist einmal eine Aussage. Ja. Ich meine, das Segment Florian. Gewinter. Ja, mir ist vorher verloren worden. Wahnsinn, ich weiß gar nicht. Also wir haben ja das Testessen schon gemacht gehabt und ich kann nur sagen, es war sehr gut. Also für mich ist er sowieso ein Gewinner, gell du? Genau. Für mich ist der Florian auf jeden Fall der Sieger der Herzen. Ja. Was, was? Biblisch gesagt, oder? So wie der da rumschleift, der will nur mal gegrillt werden. Und bist du nervös? Nein, überhaupt nicht. Wozu, wozu, wozu? Der ist schon sicher, also. Wir wollten eigentlich nur kurz erzählen, wie wir überhaupt dazugekommen sind, dass wir so blöd sind. Sag ich mal. Dass wir da nach Köln aufnehmen und da teilnehmen. Das Einzige, was ich weiß, wie der Stefan zu mir gesagt hat, die Battle beginnt, ihr habt eine Stunde Zeit. Die Herausforderer bringen Stefans Blut zur Mode und zeigen ihm, wo die Grillzange hängt. Ich habe das Gefühl, dass die Jungs mich heute vorführen werden. Wir haben nicht auf die Buchse vorher gesagt. Ist ja ja. Aber ich spiele ja besungen. Und wie zu erwarten, haben die Burschen sogar eine Lederrolle. Das ist doch zünftig. Alter Verwalter. Immer diese Vorurteile. Traum. Hühnchen und Flügel, oder? Oh, okay, das finde ich gut. Das sind meine Wundergewürze. Ja. Ja, da sitzt ihr jetzt zu Füßen, gell? Stefan, wir werden dich schlagen. Weil das ist für uns das simple Grillen. Und damit gewinnen wir. Das ist aber kurz vor dem Ergebnis. Ich weiß nicht, wie es ausgeht. Supersichtlich. Ihr wisst es nicht. Ihr wisst es nicht, ja, ja. Zwei überweltliche Sieger. Das ist der Wahnsinn, die Familie. Also, das ist. Das ist leider. Das ist super schön. Das ist. Ich kann Cubit. Ja, verreckt, haben es wirklich gewonnen, die Buben, gell? Jetzt muss ich schauen, dass ich es noch erwische und eine halbe trinke mit denen. Weil, ja, das glaube ich, haben sie es jetzt verdient. Also ganz großen Glückwunsch an den Florian, den Mumai und den Konrad, den Chili. Gut habt ihr es gemacht, Buben. Wann habe ich noch das Getränk? Grill Global Drink Local, sagt man. Also trinken wir ein Bier von Flötzinger hier aus Rosenheim. Und das trinken wir heute nicht allein. Nach diesem grandiosen Sieg. Grandios, die Teilnehmer, die sich mit mir dieses Bier schmecken lassen können, ja. Das war ja großartig. War geil. Ansonsten freut es mich, dass ihr zugeschaut habt. Daumen hoch, freut mich immer besonders. Ein netter Kommentar. Und vergesst nicht, die zwei Herren findet ihr auch bei den Bavarian Barbecues. Den Link tue ich euch da hin. Und hier oben über diesem Horn blende ich euch einen Knopf ein zum Abonnieren vom Kanal. Da drückt ihr drauf und dann habt ihr sofort alle neuen Videos. Wahnsinn, ich bin hier in den Knien. Alle
weil du eine Kamerafrau brauchst. Also alle Videos werden euch dann per E-Mail geliefert. Und ansonsten sage ich danke. Komm, sage ich hören vor. Macht es gut, bis bald, tschüss euch, euer Bäder. Und ich feiere jetzt mit Ihnen. Ich bin da nervös. Aber hallo.